Diese Movie richtet sich an die unter euch, die mal wissen wollen, was sie da eigentlich mit sich rumschleppen. Also so sieht das ja aus, wenn man nichts macht im Konfigurationsmenü. Dann sieht die F-15, das ist jetzt hier die C-Variante, also ein Luftüberlegenheitsjäger. Von der Klassifizierung oder von der Einstufung ist die F-15C eine Generation 4 Jäger oder Jet, während zum Beispiel die F-15E tatsächlich auch Generation 4.5 sein kann. Das heißt schon modernisiert, auch von den Waffensystemen her und auch von der, gerade von der Datentechnik, die in den Flugzeugen läuft, auf dem, ja, zwischen dieser vierten Generation und der fünften Generation, aber ohne Stealth-Eigenschaften, aber teilweise halt von den Systemen in den Maschinen, so wie der Eurofighter auch, auf dem Weg dahin. Also die hängen so zwischen 4 und 5. So, wenn man jetzt da was drunter beppen will, dann muss man das ja manuell in diesem Menü hier machen. So ist es ja von DC Designs vorgesehen. Das heißt also, automatisch hängt da nichts drunter. Und da kann man sich ja alles Mögliche einstellen, was man da jetzt mitnehmen will. Oh, jetzt habe ich das schon öfters in YouTube-Movies, also auch hier gerade bei der F-15 gesehen oder gehört, dass jemand sagte so, ja, ich mache das jetzt einfach mal da drunter, aber was das jetzt so richtig ist, da weiß ich jetzt auch nicht. Und genau darum wird es jetzt hier in diesem Movie mal gehen, nämlich diese einzelnen Waffensysteme, die einzelnen Raketen, die da drunter sind, mal zu erklären, auch mal die Konzeption oder der Start der Konzeption, also die Historie mal zu erklären, wann wurde das eigentlich so veranlasst. So, ich werde das nicht in den einzelnen Serien besprechen, weil das wäre eine abendfüllende Geschichte, zum Beispiel die Sidewinder mit allen Modulen oder allen Routinen in der Erfassung wirklich in einzelnen Serien oder in diesen einzelnen Tranchen, wie die sich verändert hat, darzustellen, weil sich technisch gesehen viel zu viel verändert hat. Und das werde ich nicht machen, sondern ich werde hier einen groben Überblick mal geben über diese Raketen, was die machen und was die Konzeption dahinter ist. Und die einzelnen Tranchen oder die Veränderungen im Laufe der Zeit, das kann man so nicht mal eben berücksichtigen, weil das viel zu viel an Technik ist, was da unter der Haube verändert worden ist. Zu der Bemalung der hier gezeigten F-15C, so wie sie da steht, ist ein rein fiktiver Skin. Geschwader Richthofen, aber die Bundeswehr ist die F-15 nie geflogen, von daher, das ist also wirklich ein rein fiktiver Skin, den ich mir gebaut habe, in der Anlehnung so ein bisschen an den Tornado, weil es ja zurzeit eben noch keinen Tornado-Jet im Microsoft Flight Simulator gibt. Beginnen wir mit der AIM-9 Sidewinder. Den Namen hat bestimmt jeder schon mal gehört. Aber bevor wir auf das System an sich angehen, klären wir mal den Begriff AIM, weil das dringt sich ja so ein bisschen auf, dass man sagt AIM-9, AIM-7, AIM-120 und so. Und AIM steht eigentlich, ist der Oberbegriff, und zwar bedeutet das Air Launch, also in der Luft ausgelöst, in der Luft gestartete, Intercept Aerial, also Abfangjäger, Missile-Rakete oder auch Guided Missile-gelenkte Rakete. Und das ist halt der Oberbegriff von diesen Systemen, zu denen eben auch die AIM-9 Sidewinder gehört. Ja, von der Historie. Relativ früh hat man begonnen, solche Systeme zu entwickeln. Also die Sidewinder geht auf das Jahr 1947 zurück und der Erstflug, meine ich, wäre gewesen 1956. Die Sidewinder ist eine wärmesuchende Kurzstrecken-Luft-Luft-Lenkwaffe oder Rakete, die sich das Ziel eigenständig sucht, also eine Fire-and-Forget-Waffe. Das heißt, der Pilot hat nach dem Abschuss der Rakete sofort die Möglichkeit, seinen Kurs zu verlassen, und die Rakete macht alles andere selber, weil sie sich an der Wärmestrahlung des gegnerischen Jets orientiert und der Zieldetektor der gegnerischen Maschine eigenständig folgt. Die Sidewinder ist recht günstig in der Herstellung gewesen, weil eben diese Infrarotsuchkopftechnik nicht so teuer ist wie bei anderen Raketen, und deswegen ist sie sehr lange, also bis zum heutigen Zeitpunkt, produziert worden und ist, glaube ich, eine effektive Waffe. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass sich die Sidewinder, glaube ich, auch relativ gut stören lässt, aber günstig herzustellen, und hat sich als Kurzstrecken-Luft-Luft-Rakete im Laufe der Jahre bewährt. Kommen wir zur AIM-7 Sparrow.
Das ist die Rakete hinten, die etwas größere Flügel hat. Ja, die AIM Sparrow ist auch relativ früh entwickelt worden. Der Auftrag oder beziehungsweise die Konzeption geht auch auf das Jahr 1947 zurück und auch ist auch ähnlich eingeführt worden mit dem Erstflug in den 50er Jahren, also Mitte der 50er Jahre. Und die AIM Sparrow ist eine Rakete, die kein eigenes Signal sendet, sondern sie empfängt nur. Das heißt, das Flugzeug, was die Sparrow abschießt, muss im Grunde genommen den Gegner beleuchten, ja, mit einem Signal, und die Sparrow empfängt das Signal. Das hat den Nachteil, zu den anderen modernen, heutigen Raketen kommen wir gleich noch zu, dass der Pilot sein Ziel während des Anflugs der Sparrow im Target halten muss. Also es ist keine Kurskorrektur oder das Verlassen des Kurses möglich, eben weil das Ziel durchgängig beleuchtet werden muss, damit die Sparrow ihr Ziel findet. Mittlerweile ist es so, dass die Sparrow zumindest bei den Amerikanern komplett abgelöst worden ist durch die AIM 120. Ja, die wird also nicht mehr verwendet, weil eben dieses Aufkurs bleiben müssen doch zu viele Nachteile hat dann im Luftkampf, und deswegen hat man die mittlerweile komplett ausgetauscht. Wie es bei der NATO ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber wie gesagt, bei den Amerikanern ist die mittlerweile vollständig ersetzt durch die 120. Eine kleine Anekdote am Rande. Die AIM-7 Sparrow war der Grund dafür, dass die Amerikaner die United States Navy Fighters Weapons School ins Leben gerufen haben, besser bekannt als Top Gun. Der Wert oder die Effektivität der Sparrow im Vietnamkrieg reduzierte sich in einigen Phasen des Krieges auf 10% Effektivität, was dem Umstand zu schulden war, dass die Piloten teilweise überhaupt nicht richtig mit diesen Systemen umgegangen sind, sondern ja, relativ inflationär einfach geknallt haben, auf alles geknallt haben und dann teilweise auch die Ziele nicht mehr im Target hatten und so weiter und so fort. Und um das zu verbessern, eben diese Effektivität bei den Sparrow-Raketen, hat man halt die Top Gun-Schule ins Leben gerufen, die den Piloten nämlich nochmal exakt bzw. auch zukünftig in diesen Waffentraining schulen sollte, damit die Effektivität dieser Systeme wieder auf einen erträglichen Wert steigt. So, das nur mal am Rande. Kommen wir jetzt zur AIM 120 AMRAAM. AMRAAM steht für Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, also eine Mittelstreckenwaffe, und eine BVR-Waffe, also Behind Visual Range. Die AIM 120 ist eine radargelenkte Rakete, kann selber senden und empfangen, deswegen auch eine Fire-and-Forget-Waffe. Wird abgeschossen, lockt sich auf das Ziel auf, beziehungsweise wird vorher aufgeschaltet, und dann macht die AIM 120 alles eigenständig. BVR insofern Behind Visual Range, außerhalb der Sichtweite. Ja, also die Reichweite, glaube ich, der Zielerfassung bei der AIM 120 ist 80 Kilometer und der Pilot hat dann die Möglichkeit, den Kurs also abzudrehen, selber aus der Zielerfassung rauszugehen, und die Rakete macht alles eigenständig. Die ist natürlich auch im Laufe der Jahre in mehreren Varianten modifiziert worden, aber wer sich dafür genau interessiert, bitte selber einlesen, weil wie gesagt, diese Raketentechnik ist schon recht komplex, was da im Laufe der Jahre gemacht worden ist. Interessant ist eigentlich an der ganzen Geschichte, dass wir jetzt mittlerweile bei den BVR-Raketen, also jetzt hier in Europa zum Beispiel, wir verwenden die Meteor hier, die auch wieder eine höhere Reichweite hat, und das Interessante ist eigentlich eben dieses intelligente Treibstoffmanagement, das in der Meteor halt eingebaut worden ist, was die Reichweite dieser Waffen halt so extrem vergrößert hat. Man spricht so von Verdreifachung, munkelt man. Das Ganze ist natürlich ein militärisches Geheimnis auch. Man kommt da so an Daten nicht so wirklich dran, aber so 240 Kilometer soll sie angeblich können. Mach 4 in der Geschwindigkeit, und wie gesagt, durch das intelligente Treibstoffmanagement ist die Rakete eigenständig in der Lage,
Sprit zu sparen während des Fluges, um dann im Anflug auf das Ziel auf den letzten Metern nochmal beschleunigen zu können und so weiter und so fort. Das ist auch eine sehr interessante, aber auch sehr komplexe Technik, wie das funktioniert. Gut, in diesem Sinne, ich hoffe, ich habe euch mal so ein paar Infos gegeben, wie das so alles funktioniert. Es ist sehr oberflächlich, klar, aber wer Spaß daran hat, wer das genau wissen will, der kann sich da einlesen in das Feld. Und das soll einfach so jetzt als grober Überblick dienen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Movie. Tschüss.